So, damit willkommen zurück zu Elex zur wahrscheinlich letzten Runde. Zumindest als Kleriker. Und ich muss sagen, es ist sehr schwach von den Klerikern hier nicht aufgetaucht zu sein. Der Duke ist mit seinen Leuten gekommen. Die Berserker waren da. Die Separatisten waren da. Schwach. Einfach nur sehr schwach. So, was habe ich offscreen gemacht? Ich habe Konstitution hochgepackt. Ein bisschen Stärke. Wir haben jetzt Überleben voll. Ich denke, das sollte reichen, um den Scheiß hier zu überleben. Dafür haben wir halt auch nur 9 Heiltränke. Also, wir gehen in den Eispalast. Ja. So macht man es nicht, wenn man was aufheben will. Oh, bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Den ersten haben wir schon. Kein Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach so, das sind Teleporter, das sind nicht 3 Leute. Ich warte. Wieso wartest du? Ich komme schon. Ja, wird auch Zeit. Okay. Ist sie? Greift ihr uns nicht an? Ach so. Oh. Es tut mir wohl leid um deine Kollegen. Warum? Warum? Speichern. Warum werden wir nicht angegriffen? Ist es Tarek? Dein Erscheinen hier zeugt von deiner Stärke. Wie ich sehe, ist dein unbändiger Wille immer noch ungebrochen. Viele Unwegsamkeiten habe ich auf mich nehmen müssen, um hierher zu kommen. Dir muss doch klar sein, dass dein Weg hier enden wird. Oder der deine. Die Direktive in ihrer momentanen Fassung ist fehlerhaft. Und wird den Alps auf lange Sicht unweigerlich zum Verhängnis werden. Wir sind schon so weit gekommen, dass nichts, was du tun könntest, etwas daran ändern wird. Du sagst wir, doch redest du eher von den Plänen des Hybriden. Ja, und das ist gut so. Das ist der einzig nachhaltige Weg für unser Volk. Die Direktive wird uns allen die nächste Evolutionsstufe bescheren. Hast du etwa auf deinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen etwas Erstrebenswerteres gefunden? Nein. Unsere Elex-Lager sind im Übermaß gefüllt. Welche Macht der Welt wird uns jetzt noch überwinden können? Du bist verblendet. Der Hybrid hat deinen Geist vernebelt. Ja, das ist die Sichtweise der verwirrten freien Menschen seit jeher gewesen. Du bist schon viel zu lange unter ihnen gewandelt, um das noch zu erkennen. Ja, viele Alps haben ihr Leben auf dem Schlachtfeld verloren. Doch sie taten es für einen höheren Zweck. Den Fortbestand und der Evolution unserer Art. Bald schon wird der Hybrid seine Arbeit vollenden. Und wir werden alle ein Teil seines neuen Zeitalters. Jemand hier in diesem Hause hat mich verraten. Verrat? Das ist doch eher die Domäne der Primitiven aus den südlichen Ländern. Der Abschuss meines Gleiters, meine Exekution, der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Alps. Das alles hat einen Ursprung. Und der ist hier im Eispalast zu finden. Du wirst mir jetzt sagen, wer dafür verantwortlich war. Du hast den einzig richtigen Pfad verlassen, als du die Beförderung zum Elexitor ausgeschlagen hast. Danach war dein Fall nur noch eine Frage der Zeit. Selbst dein eigener Vater sprach über dich von einer großen Gefahr für unser Volk.
Er sprach von Verirrung und dem größten Fehler seines Lebens, dass er dich in die Welt gesetzt habe. Das hat Vardek gesagt. Was noch? Vardeks Dynastie war zu der Zeit die mächtigste am Hofe dieses Hauses. Aber aus irgendeinem Grund schien ihm das nicht zuträglich zu sein. Er hatte ein sehr emotionales Wort, wie er von deiner Person sprach. Etwas befremdlich für mich. Bis zu dem Tage, an dem er zu den Separatisten überlief. Da wurde mir klar, dass er das Elex abgesetzt hatte und dem Wahn der Emotionen verfallen ist. Wie genau lautete das Wort? Er nannte dich einen Bastard. Wer hat meinen Raum belegt während meiner Abwesenheit? Ich habe die Räumung deiner persönlichen Dinge kurz nach deinem Absturz in Auftrag gegeben. Dein Vater wollte das übernehmen. Ob er aber schon tätig geworden ist, bevor er ins Exil ging, habe ich nicht geprüft. Verstehe. Ich werde ja sehen, ob du recht hast, wenn ich mit dem Hybriden selbst gesprochen habe. Du glaubst, er wird dich empfangen? Dich? Den, der die höchste Auszeichnung, die wir Alps zu vergeben haben, ausgeschlagen hat? Den, der das Volk der Alps in seinen Grundfesten angreifbar machte? Er wird dich kaum in seine Kammer hineinlassen. Er hat gar keine andere Wahl. Dann ist der Schaden, den dein Exil bei dir angerichtet hat, größer, als ich bisher angenommen habe. Wie auch immer. Meine Zeit der bedingungslosen Gefolgschaft einer zweifelhaften Direktive ist vorbei. Mach, was du für richtig hältst. Geh und erfülle deine letzte Mission, die du dir selbst gegeben hast. Bald schon wirst du erkennen, wie falsch deine Einschätzungen sind. Ich werde mich nun wieder meinen Aufgaben widmen. Mein Volk bedarf meiner Führung. Okay. Jetzt ist halt die Frage... Gehen wir das mit dem Vater aufklären? Oder nicht? Und da war übrigens gerade unser Gesicht von innen. Sexy. Gut. Was sagt denn unsere Quest? Vardeks Aufzeichnung. Ja, doch. Gehen wir mal gucken. So, oben oder unten lang? Sieht aus wie oben. Du bist da. Ja. Ich weiß. Kann ich hier was machen? Nee, nur klettern. Ich sehe dich. Ist okay. Sind wider Erwarten außerordentlich stark geworden. Was ist es? Das kriegerische Gen oder der Kampfgeist der Berserker? Mir wird langsam klar, dass ich sie beide an den Hybriden verloren habe. Sie sind nur noch Werkzeug der Maschine. Damit sind sie unerreichbar für mich. Gänzlich aus meinem Einflussbereich verschwunden. Tarek ist schon misstrauisch geworden. Wenn ich nicht bald handle, ist es vielleicht zu spät. Für uns alle. Mich erreichte gerade die Nachricht, dass Jax den Auftrag bekommen wird, den Pilger aufzusuchen. Es wird Zeit zu handeln. Außerhalb der schützenden Mauern des Palastes ist er verwundbar. Ich habe Zadom schon zum Treffpunkt bestellt. Er wird die Ausführung des Plans übernehmen. Es muss jetzt alles sehr schnell gehen. Ich darf diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Jax lebt. Viele Berichte aus den Ländern der freien Menschen weisen darauf hin. Noch hat Tarek keinen Verdacht. Doch das kann sich schnell ändern. Ich werde umdenken müssen. Auch wenn Kallax es nicht geschafft hat, Jax auszuschalten, ist er trotzdem die beste Option, die ich habe. Ich muss die beiden noch einmal zusammenbringen, damit Kallax seinen Auftrag endlich abschließen kann. Vielleicht habe ich ja Glück.
und sie kehren beide nicht wieder. Mein Plan ist gescheitert. Jax ist unauffindbar. Es heißt, er kämpft nun für die freien Menschen gegen sein eigenes Volk. Ich habe keine Wahl. Ich muss den Eispalast verlassen und ihn finden, bevor Tarek davon erfährt. Denn das wird er, früher oder später. So oder so wäre das mein Todesurteil. Das Exil und die Separatisten sind meine einzige Chance. Vadek also. Mein eigener Vater steckt schlussendlich hinter dem Ganzen. Meine Havarie. Meine Exekution. Mein Kampf gegen Kallax. Die Bastarde, die Vadek Stellung am Hofe des Palastes sichern sollten, wurden ihm am Ende zum Verhängnis. Okay. Gibt's da drauf eine Folgequest? Nee. Schade. Ich hätte ihn gerne jetzt gejagt. Aber wir gehen wohl. Du hast deine Stärke wieder erlangt. Nur. Können wir das nochmal wiederholen? Wenn wir hier vielleicht nochmal langlaufen? Scheinbar nicht. Schade. Gut, also merken, dass nichts, wenn er spricht, einfach stehen bleiben. Was ist das denn für ein scheiß Labyrinth? Okay, ist zu. Komm zu mir. Wir haben viel zu besprechen. Ja, toll. Jetzt kommt er hier mit einem 2-Zentimeter-Satz. Super. Speichern. Er ist gleichzeitig ein roter Punkt. Du hast dir Zeit gelassen. Ich hatte früher mit dir gerechnet. Du wusstest, dass ich den Eispalast angreife, nicht wahr? Dein Volk hat dir keine Wahl gelassen. Ja, aber es war alles andere als leicht. Es hätte auch schief gehen können. Nein, deinem Überlebenswillen sind die anderen nicht gewachsen. Reden wir von dem Willen, den du mir nehmen wolltest, als du mir den Chip in meinen Kopf gepflanzt hast. Hätte der Chip bei deiner Exekution keinen Schaden genommen, würdest du diese Frage nicht stellen. Du würdest verstehen, dass sich wahre Stärke und umfassendes Wissen nur im Kollektiv wirklich entfalten können. Ein Kollektiv, das nur von einem Individuum kontrolliert wird, ist kein Kollektiv, dem ich angehören will. Unter diesen Umständen ist mir der Preis für die nächste Evolutionsstufe zu hoch. Das ist verständlich. Zumal du sie alle überwinden konntest, um hierher zu kommen. Dein Erscheinen hier ist der Beweis, dass du der nächsten Stufe näher bist als jeder andere deiner Art. Deine Art ist gnadenlos und schlachtet Menschen ab. Das Aufkommen dieser Individuen ist nur eine temporäre Erscheinung. Doch das ist nicht mehr relevant. Und du weißt das auch. Der Meteor kam in die alte Welt nur zu einem Zweck. Magallan muss vorbereitet werden, auf diejenigen, die kommen werden, diese Welt in Besitz zu nehmen. Der Punkt ist nun erreicht, dass die Maschine ihre Arbeit aufnehmen kann. Okay. Du hast einen großen Aufwand betrieben, deine wahre Identität geheim zu halten. Schon damals hatte ich gegen die Engstirnigkeit meiner Zeitgenossen zu kämpfen. Die Menschen haben an ihrem Verhalten wenig geändert. Wer wird kommen? Was sind sie? Das liegt außerhalb deiner Vorstellungskraft.
Selbst ich kann den Worten der Wissenden zuweilen nicht folgen. Die Wissenden? So nennen sie manche. Doch ist das nicht mehr deine Sache. Wenn du wirklich die Zukunft kennst, dann sag mir, was als nächstes geschieht. Die Welt, wie du sie kennst, wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Alles Leben wird sich der neuen Ordnung fügen oder ausgelöscht. Du hast viel erreicht, Jax. Vor allem hast du dafür gesorgt, dass ich meine wertvolle Zeit für meine Vorbereitungen nutzen konnte. Das klingt fast so, als hättest du das alles geplant. Auch wenn mein Einfluss auf dich durch deinen defekten Chip begrenzt war, tat er doch seine Wirkung. Die Kleriker hätten mir durch einen direkten Angriff auf den Eispalast mit ihrer vollständigen Kampfkraft gefährlich werden können. Doch du hast sie aus ihrem Hort getrieben und in den offenen Krieg geführt. Sie haben dank dir ihre Schlacht in Ignadon zwar gewonnen, doch waren sie anschließend zu geschwächt, um noch ein ernstzunehmender Gegner zu sein. Der Tod ihres obersten Anführers Ulbricht wird sie noch lange beschäftigen. Unsinn. Die Kleriker trafen ihre Entscheidung zum Angriff auf das Alpheer in Ignadon aus freien Stücken. Menschen, die verzweifelt sind, haben nichts mehr zu verlieren und sind gefährlich. Doch du gabst ihnen Hoffnung. Ohne den reinen Feldherrn, den du ihnen besorgt hast, hätte sie ihre Verzweiflung bis zum Äußersten getrieben. Zeit. Das war alles, worum es ging. Was ist mit dem Elix, das für dich gefördert wurde? Das Elix ist natürlich eine Notwendigkeit. Nun ist es in ausreichender Menge vorhanden. Darüber hinaus musste dafür gesorgt werden, dass ich auch weiterhin ungestört bleibe. Der Bau des Big Bang in Tavar hat ebenfalls geholfen, die freien Menschen abzulenken. Und wenn Konrad nun tatsächlich eine Bombe mit großer Zerstörungskraft gebaut hätte? Dann hätte sie sich gegen die Kleriker gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Duke damit den Eispalast bedrohen würde, war gering. Des Weiteren hast du Konrad eliminiert. Er wird ganz sicher keine Bombe mehr bauen. Ist das alles? Nein, bei weitem nicht. Doch sei noch das Schicksal meines Erzfeindes Thorald erwähnt. Dass du ihm Kaya brachtest, hatte ein direktes Scheitern seines Elex-Experimentes zur Folge. Ihre Verbindung zum Elex war so stark, sodass Thorald die Kontrolle darüber verlor. Ich glaube dir kein Wort. Irrelevant. Du bist nur ein Störfaktor in dieser Rechnung und musst vernichtet werden. Ach, du willst mich verunsichern. Du erzählst mir das alles nur zu einem Zweck, mich emotional zu manipulieren. Du willst mich ablenken, damit du leichteres Spiel mit mir hast. Das wird dir aber nicht helfen. Ich bin nicht den langen Weg hierher gekommen, um nun in Stille unterzugehen. Mein unüberwindlicher Lebenswille wird nun auch dich bezwingen. Dawkins! Dann ist alles gesagt. Nimm also nun das Unvermeidliche an, Mensch. Oh Gott, echt jetzt? Oh, sexy. Tschüss. Was? 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 Jungs, geht's euch nicht gut? Oh. Nein, 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 nein. Weiter.
Runde 2. Du hast deine Stärke bewiesen. Trotz all meiner Vorbereitung und all dem Elex bist du der Mächtigere von uns beiden. Ja. Und deinen Plan wirst du noch einmal überdenken müssen. Du verstehst einfach nicht, dass es um etwas Größeres geht. Größer als wir alle zusammen. Ich verstehe sehr gut. Du bist ein Übel, das es aufzuhalten gilt. Deine Tage sind gezählt. Ab dem heutigen Tage wirst du den Menschen dienen. Nein. Du hast gar keine Wahl. Durch das umgekehrte Elex in deinen Adern wirst du eins werden mit der Natur und den Menschen. Das kannst du nicht tun. Du weißt nicht, was du damit anrichtest. Wir werden gleich sehen, ob ich kann. Von Blut ergießt sich über die Länder. Jetzt kannst du es sehen. Das ist alles dein Werk. Das ist unerträglich. Zerstöre mich. Nein. Erinnere dich an die Zeit deiner menschlichen Form. Dein Plan war es, deine Haut zu retten. Später war es das Elix, das dein Handeln bestimmte. Löse dich von diesem Zwang. Ich kann nicht. Es ist zu spät. Die Menschen werden mir niemals vertrauen. Sie werden es lernen. Dafür werde ich sorgen. Es geht noch weiter. In nur wenigen Jahren werden die neuen Herren dieser Welt erwartet. Bereite die Menschen darauf vor. Das schreit nach Elex 2. Na gut, gehen wir erstmal wieder raus und gucken mal, was hier jetzt noch kommt. Oh, warte mal. Vorher gehen wir mal hier hoch. Was ist hier? Achso, nichts Besonderes. Aber was ist da oben? Kommen wir da hin? Moment, kurz warten. Oh nein! Mist. Au. Wir wissen, ob man da hochkommt. Und man kommt da bestimmt hoch. Ach, Kacke. Ich frage mich auch, ob man das hätte ändern können. Ob man wen anders hätte mitnehmen können als Kaya. Also zu Thorald. Und generell, ob die Entscheidungen mehr beeinflussen. Auch ob man mit dem Kältewert, wenn man den entsprechenden hätte, gegen ihn hätte kämpfen müssen oder eben nicht. Gut, wir können jetzt zwar drauf drücken, das bringt nichts. Wie überall? Tische, ne? Ob man auf einen draufdrücken kann und irgendwas passiert? Auch nicht. Muss ich jetzt jedes Mal wieder runter? Sehr nervig. So, komm schon. Den letzten will ich auch noch testen. Dann haben wir übrigens alle getestet. Dann kann ich beruhigt schlafen gehen. Nein, nein! Kacke. So, jetzt weiß ich auch nicht mehr, welcher es war, also egal. Kann ich halt doch nicht beruhigt schlafen gehen. Schade eigentlich.
Gut, gucken wir mal, was unsere Aufgabe dann jetzt sagt. Die Zukunft Magadans. Logan, Zestak, Thorald, Tarek. Muss ich jetzt echt mit allen sprechen? Mit allen? Ich muss jetzt allen berichten. Gut, bisschen umständlich, aber hey. Magalan, die letzte Bastion der Menschheit. Dawkins sprach von den Wissenden, die er als die zukünftigen Herren dieser Welt ansieht. Er sprach von seinem Plan, die Welt auf die kommenden Zeiten vorzubereiten. Doch ist vieles immer noch unklar. Was wird mit den Menschen und den anderen Lebensformen geschehen? Bedeutet es für sie die totale Vernichtung, bedingungslose Unterwerfung? Oder bedeutet es das Erlangen der nächsten Stufe in der Evolution, durch die Befreiung des Geistes von seinem vergänglichen Körper? Was es auch sein mag, es wird Magalan in seinen Grundfesten erschüttern. Die Menschen müssen erkennen, dass nicht so bleiben wird, wie es jetzt ist. Auch sie werden sich vorbereiten müssen. Sei es nun für eine Neuordnung oder für einen weiteren Kampf ums Überleben. Meine Rolle dabei habe ich nun selbst in der Hand. Es bleibt die Frage, wer wird meinem Weg folgen? Viele sind in den letzten Tagen von uns gegangen. Und diejenigen, die Dawkins Krieg um das Elex überlebt haben, werden nun ihre eigenen Pläne verfolgen. Was werden sie tun, wenn die Wissenden erst einmal hier sind? Ich will Gewissheit darüber, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Wer an meiner Seite steht. Und wer es jetzt immer noch wagt, mir die Stirn zu bieten. Mir, Jax, der Bestie von Xakor. Sau cool. Wie gesagt, ich finde die Storys trotzdem immer recht geil. Auch wenn viele sagen, ja, für eine Welt so, oh, nicht so geile Story. Egal, ich finde sie geil, ich kann mich in den Spielen vertiefen. Und total cool. Man hätte das Ganze jetzt vielleicht noch ein bisschen ein runderes Ende machen können, ist richtig. Aber trotzdem, ich finde das sau cool. Und wie gesagt, ich werde es auch nochmal spielen und wahrscheinlich nochmal. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Und ich werde es auch aufnehmen, weil ich Bock drauf habe. Ich mag es, wenn ich nebenbei so ein bisschen quatschen kann. Aber wie dem auch sei. An sich, saugeiles Spiel. Kann ich nichts zu sagen. Die ersten Bugs wurden auch ausgemerzt. Das ist vollkommen in Ordnung. Man kann, was ich auch vergessen habe zu sagen, man kann, jetzt mehrere Stacks auf einmal, also man kann jetzt in 10er Schritten hoch und runter gehen und nicht nur in einzelnen Schritten, also wenn man da mal 500 Sachen kaufen will oder verkaufen will, ist das schon ganz in Ordnung. Sämtliche Bugs wurden schon entfernt, klar sind immer noch einige drinne, aber trotzdem, so im Großen und Ganzen muss ich sagen, Top-Spiel. Preis hat sich meiner Meinung nach gelohnt, die Wartezeit hat sich gelohnt. Und ich denke, dass sich das in den nächsten Durchläufen auch nur nochmal bestätigen wird. Gut, ja. Dann würde ich sagen, ich lasse das jetzt noch durchlaufen. Und dann sehen wir uns entweder in der nächsten Runde oder in einem anderen Spiel. Wie auch immer. Bis dahin. Tschüss!